Herzlich willkommen bei Tarotzeit. Mein Name ist Heidi. Ich freue mich sehr, dass du hier bist für die Tarotlegung für die kommende Woche. Dass du hier bist in diesem Feld. Ich habe das moderne Lightseer-Tarot gewählt heute für die Legung und bin sehr gespannt, was die Woche bringt. Nach der letzten wirklich fulminanten Woche hoffe ich, dass es ein bisschen ruhiger wird. Wir haben in dieser Woche nur einen Portaltag am Freitag und mehr nicht. Und ich würde mal sagen, jetzt auf zur Legung und auf in die neue Woche. Gehen wir in die Tarotkartenlegung für die kommende Woche nach dieser fulminanten letzten Woche und dem transformierenden Wochenende. Oh, bin ich sehr gespannt, was die kommende Woche bringt. Da ist ja etwas ruhiger im Feld. Da gibt es ja nur einen Portaltag am Freitag. Also schauen wir, was jetzt in der kommenden Woche, was sich da zeigt. Das sind viel zu viele. Das ist wieder zurück. Was zeigt sich in der kommenden Woche? Bitte eine Karte. Oh, The Knight of Cups. Oh, wie schön. Oh, wow. Also vielleicht kommt da jemand mit Rosen. Ein Ritter auf dem weißen Pferd für alle die. Ja, also auch für die Männer, ne, die anschauen. Und in einer Partnerschaft leben mit Frauen. Ne? Dieser Ritter der Kelche, das ist ein Liebesangebot. Ja? Liebesangebot, wunderbar. Könnte sein eine neue Phase des Datings. Auch wenn du jetzt schon mit einer Partnerschaft lebst, in einer festen Partnerschaft, vielleicht eine neue Phase mit deinem Partner. Hm? Es ist so ein bisschen, dass da jemand bereit ist für die Liebe. Ja, also das kann jetzt auch sein, wenn du gar keine in einer, also wenn es dich jetzt nicht betrifft mit Liebesbeziehung, dass, ich würde sagen, dass du mit dir selbst jetzt einfach ganz in Harmonie bist, was mich nicht wundert nach der Welt und nach dem Abgrenzen, nach dem für sich einstehen, ne? Vielleicht kommt da so ein richtig gutes, freudiges Gefühl in dir hoch, dass du dir erlauben kannst, dass es dir gut geht, dass du mit dir sein kannst, dass du alle Anteile in dir vereint hast. Ja? Könnte auch ein Jobangebot sein. Projekt, ein neues Projekt oder das Projekt bekommt eine andere Energie. Auf jeden Fall mega, oder? Also tolle Karte. Toller Beginn, toller Start hier in die neue Woche. Wunderbar. Wir fragen mal, welche Energie geht? Was ist gerade die Energie, die am Gehen ist? Oh, da haben wir nochmal die nächsten Kelche. Der King of Cups, zwei Karten sind rausgefallen. Nehmen wir erstmal die erste. Der König der Kelche. Also die Könige sind ja diejenigen, die emotional gereift sind. Er sieht hier aus mit der Meditationshaltung und dem Fisch um den Hals. Er hat einen Anhänger, ist der Fisch, steht für Spiritualität. Er wirkt sehr ausgeglichen. Ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst, aber aus seinem Herzen diese Strahlen hier raus, ne? Ich habe das Gefühl, sein Herz ist offen. Auch die Männer oder die Qualität der männlichen Energie wirkt oft nicht so warm wie die weibliche Energie. Es könnte trotzdem sein, dass da jemand in deinem Feld ist, der sehr warm ist, sehr herzlich ist, sehr tiefe Gefühle hat für dich, der ja auch ein bisschen über den Dingen steht, also der da nicht so emotional in so einer Waschmaschine drin ist, im positiven Sinne gemeint.
Er ist zentriert, er ist auch, weiß auch sicher, was er für dich fühlt. Und der muss da nichts verstecken. Der ist also wirklich, kannst du es spüren, dieser Mann, dieser Mensch ist zentriert. Er ist sich sicher, was er tut. Er weiß, dass er diese Liebe empfindet, dass er das für dich fühlt. Und auch umgekehrt, ne? Dreh's rum, wenn du der Mann bist und das ist die Frau. Es ist genau diese gleiche Energie, von der ich spreche, von dieser männlichen, ruhigen, na, die behalten oft den kühleren Kopf. Also wenn man da so einfach mal so von der männlichen, weiblichen Energie, das heißt nicht, dass eine Frau das nicht machen kann. Wenn die Frau in ihrer Balance ist und auch in dieser männlichen Energie sein kann, dann hat sie genau die gleichen Qualitäten wie ein Mann. Na, wenn man mal so innen reinschaut, auf dem Herzensseelenweg, auf der Gefühlsebene, dann ist da große Liebe da. Für dich, also entweder ist da dein Liebespartner oder neuer Partner oder auch jemand, den du gehen lassen hast, weil da war ja auch viel mit Weggehen aus der Situation. Ja. Aber da ist auch, falls es sich da jetzt um eine Distanzierung handelt, eine Trennung handelt, da ist immer noch eine tiefe Liebe für dich da. Kein Groll, kein Ärger. Ja, da ist also auf jeden Fall eine ganz ruhige Energie, eine ganz ruhige Qualität der Liebe da. Genau, kann also jetzt den Menschen, den du da zurückgelassen hast, da sich um den handeln oder jemand in deinem sowieso in deinem Leben ist, wenn es sich nicht um eine Partnerschaft oder eine Liebesbeziehung oder etwas handelt, dann ist das, ja, wir dürfen nicht vergessen, dass unsere innere Anteile eine mindestens genauso große Rolle spielen, wie wenn wir jemand an der Seite haben. Weil diese Welt ist diese Welt, die für uns die wichtigere ist als die mit der Außenwelt. Das ist einfach noch, was danach dazu kommt. Die Außenwelt spiegelt uns, was wir im Inneren für Entscheidungen getroffen haben, Prozesse durchgehen, welche Trigger wir haben. Das heißt, in deiner inneren Welt, wenn du dich jetzt praktisch mehr um seine Arbeit handelt, um deine Herzensprojekte handelt, und dass sich hier um keinen äußeren Partner geht, dann hast du in deinem Inneren diesen Frieden geschaffen, nach all diesen Abgrenzungen loslassen, weggehen durch die Welt, ne, mit der Welt, die war ja zweimal die Welt, den Prozess abgeschlossen, wo du einen Meilenstein, ne, auf deinem Seelenweg hinter dir gelassen hast. Oh ja, die zweite Karte noch dazu. The Page of Wands, der Page der Stäbe. Die Pagen sind ja so, ja, so, haben so ein bisschen so ein Teenager, Energie. Das heißt, da ist viel Leidenschaft und viel Feuer da. Wie gesagt, wir gehen erst nochmal in eine Beziehung rein. Also vielleicht ein neuer Mann, neues Dating oder ganz frisch kennengelernt. Der ist Feuer und Flamme für dich. Ja, der schwingt da. Ja, der schwebt, der ist schon gar nicht mehr auf der Erde. Also du hast den da voll umgehauen. Wenn sich's um eine bestehende Partnerschaft handelt, auch da, na, hast du ihn bezaubert, mal wieder. Und wenn du in keiner Partnerschaft bist, dann bist du so enthusiastisch über diesen Wandel mit dem Vollmond, der da eben war, dass du einfach nur Hurra rufen kannst und in die Luft springst und ja, das eben feierst und dich freust und diese feurige Energie, dieses Begeisterte, das schwingt hier mit. Gut, was ziehst du an in der kommenden Woche? Welche Energie ziehst du denn an in der kommenden Woche? Die zeigt sich hier schon deutlich. Große Arkana, the Star, der Stern. Die Karte der Stille, der Heilung. Oh, so, auch so schön gezeichnet hier.
Ich glaube, du kannst es gut erkennen. Sie sitzt also hier in so einer Art Bambusgatter um sie herum. Also das ist etwas wie ein Schutz, ein Sichtschutz. Sie hat sich also abgegrenzt. Also diese ganzen Themen, die davor waren, es war ja mehrere Wochen, wo die Energie der Abgrenzung fiel. Ne? Diese Tapferkeit, diese Sieben der Stäbe die ganze Zeit war. Und hier hat sie es tatsächlich geschafft. Jetzt ist der Moment, das ist so, wenn wir etwas geschafft haben, vielleicht wenn wir uns gezeigt haben, abgegrenzt haben, dann kommt Moment der Leere. Die Karte der Stern hier für mich Leere. Ja. Das ziehst du an. Also auch hier Heilung, sollte es sich jetzt um eine neue Partnerschaft handeln. Der Mann, der in dein, oder eine Frau, der die in dein Leben gekommen ist mit einem neuen Liebesangebot, ist auf jeden Fall für dich im Moment, was du anziehst, der Moment der Heilung da. Vielleicht von ganz vielen alten Partnerschaften oder Dates, die dich unglücklich gemacht haben. Und in dem Moment, wo wir heilen, wo wir verstehen, was uns bewegt, wo ich auch gesagt habe, du gehst diesen Weg und du schaust, du willst also rausgehen und du willst schauen, wohin du dich bewegst. In dem Moment, es kommt ein Bewusstsein, da werden alte Muster losgelassen. Sie ist verknüpft mit dem Licht. Also nochmal, soll es sich um eine neue Partnerschaft handeln, kommt nochmal der Moment des Innehaltens, des für dich Seins, dieses, wenn der jetzt mit der oder sie, also ich nenne mal der Mensch, ne, der Mensch jetzt kommt. Mit einem neuen Liebesangebot ganz begeistert ist von dir und der Ritter ist noch eine relativ junge Energie, ne, im Vergleich zu dem König. Dann kommt für dich auf jeden Fall noch mal der Moment, wo du dich in den Rückzug, in der Stille hineinbegibst, um zu schauen, was tut dir gut, wo ist dein Licht, wo führt es dich hin. In der bestehenden Partnerschaft das Gleiche. Na, kann sein, da gibt es ja auch immer Themen mit Abgrenzung und wie will ich die Partnerschaft führen. Da gibt es auch Konflikte. Vielleicht gab es einen Konflikt und den du für dich gelöst hast in deiner Art und Weise. Und jetzt kommt da eben nochmal ganz neue begeisterte Energie von dem anderen Menschen und du schaust nach deiner neuen Ausrichtung. Ohne Partnerschaft. Hier auch da genau gleich. Ja, da kommt vielleicht ein Angebot, ein Arbeitsangebot oder eine neue Qualität deiner Arbeit und du schaust nochmal, möchte ich das wirklich? Das ist wirklich ein Prozess der Heilung hier, den du anziehst und nochmal große Arkana, Meilenstein auf deinem Seelenweg. In Ordnung. Welche Unterstützung oder mit welchem Hindernis kann ich in der kommenden Woche rechnen? Das sind zu viele. Die Legung immer so unglaublich lang. Deshalb machen wir das kürzer. So. Knight of Wands. Es ist unglaublich, auch hier mal zu sehen, dass hier nur die Hofkarten liegen. Page, König, der Knight, der Ritter und nochmal ein Ritter. Jetzt der Ritter der Stäbe. Also zweimal haben wir die Kelche, zweimal haben hier die Stäbe. Also da ist Leidenschaft drin. Ne? Das ist jetzt die nächste Entwicklung. Nach dem Pagen kommt der Ritter. Das kann jetzt also beides sein. Das kann jetzt sowohl Unterstützung als auch ein Hindernis sein. Falls es sich um jemand handelt, den du da neu kennengelernt hast, ein Dating, neue Beziehung startet hier. Derjenige, der ist sehr impulsiv, hat viel Selbstvertrauen, ist unglaublich schnell und leidenschaftlich und
ja, sagt, oh, wow, ich mach's jetzt, ne? Auch das Pferd hier hinten hier, dieser feurige Hengst, alles ist hier voller Leidenschaft, voller Feuer. Der möchte jetzt auf jeden Fall mit dir diese Beziehung oder diesen Kontakt enger halten und ist relativ auch schnell, ne? Ja, und der geht einfach auch nach seinem Bedürfnis und seinen Wünschen. Kann dich unterstützen, ne, mit all dieser Leidenschaft für eine Beziehung. Da kannst du dich vielleicht auch getragen fühlen oder ja, kannst dir sicher sein, dass er wirklich das auch will, ein Ja zu der Beziehung sagt. Sowohl auch im neuen als auch in der bestehenden Beziehung, nehmen wir gleich mit, das ist das Gleiche. Könnte allerdings auch ein Hindernis sein. Wenn der da so enthusiastisch ist, birgt es oft die Gefahr, dass da nicht diese tiefe Konstante drin ist, ne? Dass das da muss man aufpassen, gut prüfen, ob das sich beim neuen Kennenlernen um eine toxische Beziehung handelt, also ein Partner, der am Anfang unglaublich viel Gas gibt, ja, dich da überschwemmt mit Rosen, mit Liebesangeboten, mit Überraschungen, mit Liebesbriefen, hier ist auch ein Brief drauf, hier ein Brief, ein Picknick, also mit unglaublich tollen Sachen. Und das aber auf Dauer nicht standhält. Also das wäre das Hindernis, gut gucken. Gleich für Jobangebot, gut gucken, ob das besser scheint, als es ist. Und wenn es sich um einen inneren Prozess handelt, weder um Arbeit noch um eine äußere Beziehung mit jemandem, weder um Liebes Beziehung kann sich natürlich auch um Freundschaft handeln, ne? Dann ist das auf jeden Fall eine unterstützende Karte, weil du bist jetzt auch endlich mal selbstbewusst, Feuer und Flamme für dich und deinen Weg. Und ja, du sagst, ey, ich mach's jetzt, ich mach's jetzt, ich mach jetzt mein Ding, ich lebe jetzt mein Leben, ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Die anderen, na, das ist auch ein bisschen mehr hier Thema Abgrenzung, was wir auch hatten. Ich bin abgegrenzt und ja, fühle mich da ganz lebendig, 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 lebendig. Wir schauen an die Unterseite des Kartendecks, das Unbewusstsein. Wow. König der Schwerter. Denn die nächste Hofkarte. Ist das nicht eine unglaubliche Legung? Also ich ziehe es jetzt eben diese Woche ein bisschen mehr auf die Menschen, weil einfach in diesen Kartendecks alle Hofkarten liegen. Für mich geht es mehr um Beziehung und Beziehung heißt natürlich die klassische Beziehung, Liebesbeziehung, Freundschaften, aber auch Beziehungen zu Eltern, Kindern, Freunden, ganze Freundeskreise. Aber die wichtigste Beziehung nicht zu vergessen, ist die Beziehung, die wir mit uns selbst haben. Es geht für mich in dieser Woche jetzt eindeutig immer mehr und mehr gar nicht mehr um so eine Art von Job, sondern ich spüre ganz deutlich, dass hier geht um Beziehung. Kein Wunder, wir hatten ja auch die Welt und diese wunderbaren Karten hier mit Abgrenzen und alles und für dich einstehen, Transformation. Der König der Schwerter, auch hier ein sehr souveräner Mann, emotional. Na, hol das mal hoch, dann kannst du auch noch mal sehen. Auch hier, er ist, na, so, jetzt haben wir es, ne? Er ist weise, er ist von seinem Intellekt geführt, er ist mit Klarheit gesegnet, ist auch sehr viel Blau hier drin. Die Schwerter sind ja die mentale Energie, übrigens die ersten Schwerter auf dem Tisch. Also unbewusst auch hier, du fühlst dich angezogen von deinem Partner. Deine Gefühle sind für ihn, weil er so klar ist, so selbstverständlich ist. Da gibt es kein Gefühlschaos, da gibt es kein so ein, na, keine, kein. Wie sagt man, kein Drama, kein Theater. Ne? Er weiß, wie man sich entscheidet. Er ist klug
Und auch die ganzen Tiere um ihn herum. Also er ist sehr attraktiv, ne? Der zieht alle an, alle Tiere hier, Luftenergie, die weiße Eule, auch hier der Rabe steht in manchen Kulturen für Weisheit, die Fledermaus auch und die Libelle. Sehr viel auch Transformation, was du da wahrnimmst bei dem anderen und dich angezogen fühlst. Das ist dein Unterbewusstsein, dein Gefühl auch für dich selbst, ne, wenn es sich um eine Beziehung mit dir selbst handelt, was auch wirklich guckt, auch da immer und immer und immer zuerst oder verstärkt hin, bevor du bei dem anderen schaust. Deine Beziehung mit dir selbst auch hier, ich kann es nur noch mal wiederholen. Du hast die Transformation gemacht, du spürst deine innere Klarheit, deine Weisheit, du hast vielleicht eine Entscheidung getroffen, die dir gut tut, du bist erhaben, ne? Der sitzt ja auf dem Gipfel, der schaut einfach, er schaut nicht herunter, nicht herablassend, er schaut über, er steht über den Dingen, er schaut auf die Dinge drauf, er nimmt es in einer anderen Position wahr. Mega. Was ist zu tun in dieser Woche? Was ist dann hier zu tun? So, da haben wir hier Sacred Gratitude, Reverent Appreciation und Prayer. Sie steht mit den Händen an einem Baumstamm, Augen geschlossen, in sich versunken. Ich glaube auch, ne? Dankbar für das, was du geschaffen hast. War ja echt heftig letzte Woche. Du hast es geschafft. Du hast, bist für dich eingestanden. Du bist bei dir geblieben. Du hast dich nicht reinziehen lassen in irgendeine Geschichte, die nicht mehr zu dir passt. War ja auch mehrmals diese Abgrenzung für dich einstehen, dich zeigen. Diese Woche jetzt, du merkst, was du anziehst, ne? Du ziehst Liebe an, du ziehst Begeisterung an, du ziehst Freude an, du fühlst die Klarheit und du bist dankbar und es ist auch gut, das auszusprechen, sei es in Gedanken, sei es dir bewusst zu machen, sei es, du kannst ja auch diese Geste übernehmen, wenn du dich da mit verbunden fühlst. Ja, dieses Danke-Gebet, diese heilige, tiefe, verbundene Dankbarkeit. Ja. Manchmal ist es auch nicht mehr als einfach nur Danke zu sagen, auch für dich selbst, gerade für dich selbst, weil du eben hast auch viel gearbeitet, ne? Hast auch viel mitgemacht und durchgemacht die letzte Woche. Wir schauen nach Guidance. Bitte nochmal die Guidance-Karte für die kommende Woche. Bitte nochmal eine Guidance, eine Führungskarte für die Woche, die kommt mit diesem einen Portaltag. Wow. Wow. Self-love. Wie schön. Grün, Heilung. Die roten Rosen für Liebe. Liebe, Liebe, Liebe auf diesem Tisch hier, ne? Und nochmal, ich kann es immer nur jedes Mal wiederholen. Hier sagt die Karte, show me how to love myself. Das ist das Allerwichtigste, dass du dich selbst liebst. Ja, es nutzt nichts, wenn die anderen oder der oder die andere dich tief und innig liebt, wenn du dich nicht liebst. Es wird immer Schmerz in dir sein, immer Trauer. Ja? Show me how to take care of the inner child. Show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the outside. Ja. Also zeig mir, wie ich mich selbst lieben kann. Zeig mir, wie ich auf mein Innen, wie ich mein inneres Kind behandeln darf, wie ich dafür sorgen darf. Zeig mir, wie ich liebevoll und freundlich und gut zu mir selbst sein kann. Wenn du in deine Selbstvergebung hineingehst, wird sich, kann sich so viel im Außen verändern. Also wenn du deine Beziehung mit dir hier nochmal liebevoll, freundlich, bewusst, kraftvoll, du dich da nochmal gut versorgst, nochmal gut reintauchst, dich führen lässt von der Inspiration,
kann sich so viel dann im Außen auch ändern. Yes. Ich hätte gerne noch eine, auch ich nehme noch mal eine hier. Ist ja so viel Liebe auf dem Tisch, warum nicht? Noch mal eine aus dieser wundervollen Hingabe. Ist auch so schön gezeichnet, oder? Hingabe, ich lasse mich von meiner Seele vertrauensvoll führen. Es ist ein, ich weiß, ich glaube, du erkennst es, es ist ein Schmetterling. Ne? Die Form, also hier ist der Körper mit dem Licht umgeben, hier die Fühler, auch Licht, die Flügel hier ganz, ja mystisch, energetisch, alles in rosa Liebe, genau wie die Rosen hier, Liebe, Licht, Transformation. Ach. Ich möchte noch eine letzte, ich weiß auch nicht warum. Wir brauchen es nicht. Ich muss jetzt noch mal, bitte noch mal eine Mondkarte. Ne? Eine kühlere. Ja. Nochmal. New Moon Cancer. Neumond im Krebs. Relax. Ja, es ist entspann dich. Alles. Was ja auch hier die Karte sagt, ne? Das ist auch ein Zustand der Entspannung hier, die du anziehst. Also ich würde sagen, das ist eine Wahnsinnswoche. Du hast davor natürlich auch wahrscheinlich viel nochmal emotional oder auch im Außen durchgearbeitet, durchlebt, erfahren. Es kommt, es zeigt sich hier, dass die Ernte. Und ja, es ist einfach auch großartig, dass da so viel tiefe und ruhige Liebe für dich da ist und auch tiefe Freude, Leidenschaft, Begeisterung. Auch hier, ne, Feuer und Flamme für dich. Egal, ob der andere, die andere, also der andere Mensch oder du selber das bist. Du fühlst diese Klarheit, dass dein Mindset, ne, die Ausrichtung deiner Gedanken sich stimmig anfühlt. Du fühlst dich im Einklang, du bist dankbar. Du schaust nach dir. Du ziehst auch das genau an, nochmal diese Selbstliebe, diese Ruhe, diese Heilung, dieses für dich sein, diese Hingabe, dich von deiner Seele zu führen zu lassen und mit all dem immer sagt dir jeden Tag, relax. Es ist eine wunderbare, tolle Woche hier. Ich danke dir sehr fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Alles, alles Liebe und Gute auf deinem Weg für diese Woche. Bis ganz bald. Namaste.